So, Slimer, weiter geht es bei einer neuen Folge von Slime Rancher. Ja, ich versuche nicht so einschläfernd zu reden, aber es ist gerade kurz nach 11, beziehungsweise vor 11. Und wir müssen mal gucken, wartet mal. Da können wir noch ein paar einsammeln eigentlich. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir nicht einschlafen hier nachts, aber wir sind ja Tag und Nacht unterwegs, um ja, die Slimes zufriedenzustellen. Wir sind eigentlich ein super guter Rancher, ne? Finde ich auch. So, Probefrucht bitte mitnehmen. Komplette Ladung bitte einmal. Nice, da sind auch wieder welche. Oh, wir haben vielleicht mal Glück, dass wir zur richtigen Zeit mal unterwegs sind und alle Probefrüchte einsammeln können, die wir hier überhaupt finden. Ein paar werden auf jeden Fall wahrscheinlich gefressen werden. Verlust ist ja immer ein bisschen. Aber vielleicht haben wir ein bisschen Glück. So, hier haben wir nochmal nicht. Die beiden hier. Die guten Herrschaften. Die brauchen wir natürlich auch. Ich glaube, das spielt keine Rolle, ob wir die Phosphor-Slimes mit den Meat-Slimes füttern oder andersrum. Ich glaube, das ist relativ egal. Können wir gerne mal ausprobieren. Die springen so hoch, dass sie da die ganzen Vogelfrüchte sogar fressen können. Was geht ab, ey? Was geht ab? Wow. Okay. So, Karotten brauche ich nicht. Was habt ihr hier zu bieten? Die nehmen wir mit. Den Rest lassen wir liegen. Ja, den Rest lassen wir liegen. Helfen aber den Slimes mal eben. Ups, ich schieße daneben. Ich bin so schlecht. Seid zu böse. Könnt ihr nicht einfach mal rumchillen, bitte? So. Ein bisschen Ordnung gemacht. Kommt ruhig mit, kommt ruhig mit. Bitte, bitte. Vielen Dank, meine Lieben. So. Nehmen wir einmal die Abkürzung, nicht immer denselben Shit machen. Und Hühner natürlich, Leute. Immer die Hühner. Immer im Blick behalten. Die sind ja an jeder Ecke, ne? Hier. Aha. Seht ihr, ich muss gar nichts machen. Wow, das war mega leck. Das war krass. Ich glaube, irgendwann sagt das Spiel auch, okay, Jürgen, du hast ein bisschen zu viel gemacht hier. Mit den ganzen Plots und Slimes und schlag mich tot. So, Pogo-Frucht. Haben wir noch ein Lager, soweit ich mich erinnern kann? So. Zack. So, dann werden wir nämlich auch los. Pogo-Frucht. Okay, die war leer. Die war leer, beziehungsweise das Lager war leer. In dem Sinne klingt das dann richtig das Lager und nicht die Lager. So, die Slimes habe ich jetzt mitgenommen. Einmal rein, bitte. Komm, komm auch rein. Du sollst Plots essen, Kollege. So, geht doch. Die müssen nämlich die Weißen essen. Ups. So, komm rein. Hau rein, Kollege, du sollst das Zeug essen. Hau rein, ess. Nein, die werden eingesammelt, das gibt's nicht. What the fuck? Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Das Slime. Was essen die denn? Fleisch und Frucht. Da ist doch genug Fleisch und Frucht rumliegen. Ne? Seht ihr, man ist egal, ob man was macht. Es passiert immer dasselbe. So. Wir schießen die einfach hier rein. So, kann glaube ich nichts passieren, soweit ich mich erinnern kann. Und Frucht, natürlich die dann auch rein. So. So, gucken wir mal, wie voll das Lager ist. Pinkplot 57, Felsplot 12, Miet 12, Postbauplot 10, Honigplot 18, Knallplot 9, Redplot 22, Pfützplots haben wir noch gar nichts und Jägerplots auch nicht, Kristallplots auch nicht und Glibberstein haben wir produziert. Ja, very nice. Okay, was habt ihr hier? 17, ich meine, die haben auch nichts zu essen, ne? Das sind wieder die Armen, die verhungern werden. So. Ich hoffe, die vermehren sich jetzt irgendwie hier einigermaßen. Futter ist ja an sich genug drin, ne?
gucken wir mal nach den Pfütz-Slimes, also die Wasser-Slimes. Wasser-Slimes klingt für mich ein bisschen ja, einfacher auszusprechen. Da ist aber einer schon mal draußen. Was machst du hier? Nahrung, Wasser. Ja, dann haut mal rein, Leute. Die brauchen so unfassbar lange. Die machen nämlich gar nichts. Die chillen den ganzen Tag nur im Wasser rum und faulenzen. Wo andere Slimes sich hier den Bauch vollfressen müssen. Zwangsweise, wir messen die ja richtig. So, ja, so ungefähr eigentlich. Also die erste Ernte ist immer am besten. Oder? Kann doch nicht sein, dass da so viel ist bei der ersten Ernte. Haut rein, haut rein, haut rein. Oh ne, jetzt liegt da einer. Na gut, schießen wir den rein. So, die Knallplots. So, 40, 40 und 20 haben wir von denen. Ich glaube, die hungern, oder? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, die hungern ein bisschen. Ein bisschen hungern die. So, jetzt gehen wir zurück. Oh, warte mal. Wir nehmen was zu essen mit, und zwar die Karotten. So, jetzt haben wir 11, 40, 40. Ach, wir müssen die Maschine mal verbessern, wirklich. Das müssen wir jetzt mal machen, weil ich habe keinen Bock, immer nur 40 Sachen mitzuschleppen. Das ist ein bisschen nervig. So. Das war schade. Aber muss auch sein. Muss auch sein, Freunde. Am besten von jeder Sache ungefähr 100. Guck mal, da haben wir noch nämlich einiges was vor. So, hier ist die Verbrennungsmaschine. Gut. So, das haben wir schon mal losgeworden. Jetzt versuchen wir mal unsere Maschine hier, die Slime Gun, zu verbessern. Und dann gucken wir mal weiter, wo wir noch was machen können. So, okay, Schockwelle. Okay, hier ist nämlich 950. Wow, das ist heftig. Schatzknacker. Erlaubt sie, die Schlösser in einer normalen Schatzkapsel zu knacken. 4500! What the fuck? Euer Ernst jetzt? Guck mal, Herzmodul können wir uns kaufen. Schockwelle können wir uns auch kaufen. Jetzt fehlt uns echt nur noch hier Sprinterstiefel. What the fuck? Das haben wir, glaube ich, alles ausverkauft. Hier, Schatzknacker. Nice, wir müssen sparen, Leute. Nein, wieso müssen wir so viel sparen? Ich hasse sparen. Ich hasse sparen, wirklich. Wir müssen, ey, die Kristallplots, die sind anscheinend so unfassbar selten. Das ist krass. Nehmen wir noch ein paar Karotten mit. Lohnt sich dann wenigstens die Fahrt. Hätte schon fast gesagt, nein. Der Weg. Ah, jetzt können wir 50 mitnehmen. Nice, das gefällt mir. 50 ist nämlich genau die Hälfte von 100. Schnell und gut nachgerechnet, haha. Ne, aber das passt nämlich genau hier 100 rein. Deswegen macht das auch ganz schön. Ja, 100 wäre natürlich noch besser. Aber gut. So, Kristallplots haben wir nämlich nicht so viele hier drin. Okay, nice. Mal ein bisschen hier wegnehmen. Davon bitte. Mach ihn da. Ich verstehe das nicht, warum die so einen Stress machen. Die haben genug zu essen und fühlen sich irgendwie nicht so wohl, ne? Habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber, boah, 200 Sprinten, das ist auch heftig. Guck mal, wir brauchen. Wir können laufen, 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 laufen und weiterlaufen. Wir können von dem Labor bis zum Garten sprinten. Das ist krass. Also das finde ich heftig, Leute. So, das Lieblingsessen von den radioaktiven Slimes ist wieder ein bisschen gewachsen. Nicht viel, aber immer ein bisschen. Hühnchen? Tun ja immer ein bisschen raus. Oka, oka, so. Wow. Haut rein, haut rein, haut rein. So, die sind eigentlich so mit die produktivsten hier bei uns. Finde ich super. Aber die brauchen wir auch. Die brauchen wir auch, Leute. Die brauchen wir ganz dringend. So. Ups. Wir brauchen ein paar Karotten noch. Karotten.
Karotten, Karotten, Karotten. Wir brauchen eigentlich von jedem Scheiß, ne? Noch was. Nur die Kühnchen können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. So. Ich glaube, wir müssen den Garten da hinten auflösen. Ah, verdammt. So. Vogelflucht können wir ja, bevor wir die verschießen, hier reintun. Aha, ist alles voll. Wie läppisch, Leute, das ist ja krass. Verschießen wir die da hinten rein. Macht mehr Sinn, dann essen die wenigstens was. So, das Essen will ich jetzt auch nicht verschwenden. Das solltet ihr auch nicht zu Hause machen. Wenn man bedenkt, wie viele Kinder und allgemein Menschen ja überall auf der Welt hungern müssen, deswegen nie das Essen sinnlos verschwenden. Ja, so. Also, wir müssen den Garten hier auflösen. Das habe ich ja gerade vorhin gesagt. Weil es einfach zu viele von denen gibt hier. Nee, warte mal. Wir müssen nicht die alten Gurgokkels mitnehmen. What the fuck? Struphuhn. Können wir den hier lagern? Oder waren das... Das waren Steinhühner, genau. Okay. Ziehen wir das raus, Freunde. So. Die nehmen wir natürlich mit. Okay. Ich glaube, Quaderbeere haben wir nämlich da vorne noch. Ein bisschen was. So. Hier ist nämlich auch noch ein Hühnerhaufen. So, wo sind die Quaderbeeren? Hier. Bevor ich nämlich irgendwas sinnlos irgendwie verschwende, finde ich, soll man da ein bisschen, ja, sinnvoller mit umgehen, mit den ganzen Ressourcen. So, Hühnchen. Hier kommt mit, der Rest der Hühner kommt mit. Die natürlich frei rumlaufen auch, ne? Macht Sinn. So, und was haben wir hier? Alter Gurgokke und noch ein paar normale Huhns. Das war's. Das war es. Das Blöde ist, wenn wir immer hin und her bauen. Das kostet natürlich sehr viel Geld. Fruchtbarer Boden, seht ihr? Dann sind wir schon nicht pleite. Wenn wir schon Oka-Oka anpflanzen. Geht nämlich schnell, wenn wir pleite gehen. In echt auch. Da sind wir wieder schon wieder bei meinen. In echt. Echt hier, in echt da. Ihr geht, da gehe ich euch bestimmt schon voll auf den Sack drauf. So, Steinhuhn. Die sind auch leider schon voll. Oh Mann, das ist krass. Wir brauchen irgendwas. Warte mal, wir sammeln alle Hühner ein. Und dann verschwinden wir hier. In Richtung, Richtung Höhle von uns. Damit die guten Jäger-Slimes auch mal was kriegen. Ja, die sind nämlich voll am Verhungern. Die brauchen Fleisch. Sehr viel Fleisch. Und das geben wir denen jetzt mal mit ein paar Huhns. So, wir nehmen so viel mit wie möglich. Da sind nämlich auch ein paar Huhns, glaube ich, drin. Ja, hier. 40 haben wir. Sind hier noch zwei drin? Sind hier gar keine Huhns drin? Wow, das ist ja eine krasse Mischung da. So, Gurgokke und alte Gurgokke kommen natürlich auch hier rein. Die wollen wir nicht verfüttern. Finde ich irgendwie zu schade. Weil die so hübsch sind. Die sind richtig hübsch. So. Ballert, wenn man 50 auf einmal hat, ne? Wenn wir vielleicht so zwei, drei Hühner einfach so reinwerfen sollten. Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall pleite, Freunde. Das ist schon mal sehr schlecht. Oh, so geht's hier. Hier geht's raus. Das ist schon mal sehr, sehr schlecht. Ich hasse es, pleite zu sein. Aber im Moment haben wir ja auch sehr viele Plots einfach da hinten in die Maschine reingesteckt. Und wissen gar nicht, was die dann ja, uns bringt. Ja, ist irgendwie ein Fass ohne Boden. Und so eine Überraschungskiste. Man weiß nicht, was drin steckt. Aber ich bin zuversichtlich, dass das irgendwie was Sinnvolles ist. So, das verkaufen wir aber, weil wir brauchen ein bisschen Geld. Das
So 10.000 wäre ganz nett, wenn wir immer 10.000 hätten. Wow, gerade mal 2.000 ungefähr hat das gebracht. Ist nicht viel, ne? Ist wirklich nicht viel. Erdbeeren. Ah, was heißt die hier? Vogelfrüchte. Irgendwie richtig schlecht sind die, Leute. Was essen die denn? Alles. Die essen nicht alles. Das ist schlecht. Die essen irgendwie gar nichts, Leute. Das finde ich ein bisschen schade. Oder da sind einfach zu wenige drin. Das heißt, wir müssen pinke Slimes mit Rockplots mischen. Oder einfach ein paar Rockplots mit pinken Slimes Plots mischen. Das ist jetzt, ja, eine Ansichtssache, wie man das am besten wie mischt. Ich will nicht, dass sie mein Essen wegnehmen, Leute. Das finde ich nicht in Ordnung. Da ist leider nichts. Da müssen wir mal schnell nach Pink Plots, nach dem blauen Plots gucken. Hier. Na. Komm schon. Nice, die Pink Plots schieße ich alle weg. Und dann nehmen wir mal einen so einen Typ mit. Na, komm schon. Was sind denn die normalen pinken Slimes? Da vorne. Ich dachte, die wären schon ausgestorben. Das wär's, ne? So. Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr denn, die normalen Slimes? Na gut, komm, nehmen wir den mit. Zack. Auf dem Weg werden wir auch noch genug finden. Das sag ich doch. Es sind noch genug auf dem Weg. Hey. Komm. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Und dann können wir immer noch entscheiden, wie viele wir rausschmeißen aus der Ranch. So. Wow. Wo willst du denn hin, Kollege? Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Komm, haut rein, haut rein. Ich glaube, so funktioniert das besser, wenn da ein bisschen mehr drin sind. Müssen wir mal beobachten, Freunde. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Slime Rancher. Guckt doch mal ein paar andere Videos von mir an. Die sind alle super. Noch fast besser als Slime Rancher. Ihr werdet sehen. Einfach mal austesten. Ups, ich komme da nicht hoch. Ja. Test mal aus, Freunde. Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns morgen bei Slime Rancher wieder.